Ja, guten Tag, liebe Zuschauer. Im Namen des HDT-Teams begrüße ich Sie zu diesem Online-Vortrag. Online deswegen, weil wir eine PowerPoint-Präsentation als Video aufbereitet haben, entsprechend das Ganze vertont haben. Das heißt, Sie sehen den Moderator nicht, aber Sie hören ihn. Das ist ja auch schon mal was wert. Klartext sprechen wir schon länger beim Stallklima. Jetzt ist die Zeit noch mehr reif dafür, weil sich Haltungsformen ändern. Die Brisanz beim Stallklima ist noch wichtiger und deswegen kommen wir auf einzelne Themen innerhalb dieses Vortrags zu sprechen, die wir auch klar ansprechen und nicht drumherum reden. Folgende Themen: Physik ist klar, die lässt sich nicht ändern, die gilt für jeden. Billigsysteme immer noch am Markt. Und was sind die Grundvoraussetzungen für gutes Stallklima? Und hochaktuell der Einfluss geringerer Belegung auf das Stallklima. Warum braucht man eine Wärmerückgewinnung? Die brauchte man eigentlich schon immer, aber jetzt ist es wichtiger denn je. Ein ganz wichtiger Punkt, der noch dazu kommt, ist natürlich die digitale Vernetzung beim Stallklima. Auch ein wichtiger Punkt. Und am Ende natürlich ein Fazit über mehrere Seiten. Fangen wir mit Punkt 1 an. Die Physik lässt sich nicht ändern. Das geht nicht. Die kann man sich nicht zurechtbiegen, wie man sie gerne hätte. Man muss sie einfach einbinden in das Stallklima und dann kann man auch vernünftiges Stallklima gestalten. Besonders die nasskalte Jahreszeit sowie die Zeiten, die jetzt auf uns zukommen mit großen Tag-Nacht-Schwankungen, bringen Probleme, sind nicht wegzudiskutieren. Frühjahrszeit, Herbstzeit, das sind die größten Probleme. Mögliche negative Folgen sind daraus resultierende Atemwegsprobleme, Stress, Kannibalismus, medizinische Behandlung der Tiere, Antibiotika, Stichwort. Typisches Wetter, hier mal aus dem Hamburger Hafen, vermute ich zumindest, dass das Bild daher ist. So, nasskaltes Wetter, das ist das Wetter, wo auch Menschen erkranken, wo immer wieder Probleme auch bei Menschen kommen und den Tieren im Stall geht es nicht anders. Im Humanbereich wäre es undenkbar, bei diesem Wetter über ein Lüftungssystem Luft nicht aufbereitet in Büros, Schulen, Krankenhäuser einzuleiten. Es ist nicht möglich, weil die Delta-Ts zu groß werden. Die Menschen würden tatsächlich auch dann über die Lüftungssysteme krank werden. Und das Ganze sogar trotz Kleidung. Das heißt, man kann nicht mit unaufbereiteter Luft arbeiten. Das ist Fakt und das würde nicht funktionieren. Also ist es dort normal, die Luft aufzubereiten. Beim Stallklima geht das natürlich auch nicht ohne, oder? Nein. Punkt. Es geht nicht ohne. Auch beim Stallklima muss die Luft aufbereitet werden. Warum ist das so? Hier mal dargestellt in einem etwas abgespeckten HX-Diagramm. Man kann also hier deutlich erkennen, um 0 Grad rum schnellt der Wassergehalt extrem nach oben. Das heißt, wir können hier deutlich sehen, der Punkt gerade 0 Grad, ich sag mal 5 Grad plus, da ist es ziemlich egal, ob wir 100% oder 20% relative Feuchte haben. Der Wassergehalt geht radikal nach oben und der sorgt natürlich dafür, dass die Luft nicht mehr so aufnahmefähig ist. Das heißt, wenn der Wassergehalt hochgeht, wir sind immer noch im Minimalluftratenbereich, dann ist die Luft nicht aufnahmefähig. Das heißt, der Wassergehalt im Stall geht hoch und es kommt dann zu einem Infektionsklima, das wir möglichst vermeiden müssen und das wir auch vermeiden sollen, weil es sonst zu Problemen bei den Atemwegsorganen führt, die einfach nicht tolerierbar sind. Wir wissen alle, bei sehr niedrigen Temperaturen, hier mal so, sagen wir mal 20 Grad minus, da ist es eigentlich, wenn die Heizung läuft, relativ gut im Stall. Die Luftqualität ist gut, weil die Luft kaum Wasser beinhaltet und auch relativ viel Wasserdampf aufnehmen kann. Gefördert natürlich auch durch die Heizung. Sobald wir aber über diesen Taupunkt wegkommen, wird es halt kritisch und die Luft ist gesättigt. Wir fahren Minimalluftrate und da kommen dann die Probleme immer um den Taupunktbereich. Probleme natürlich auch durch zu hohe Differenzen zwischen der Raumluft und der Zuluft. In dem Moment, wo die Differenz zwischen der Raum- und Zuluft zu groß wird, kommt es zu weiteren Problemen. Wir sehen hier zum Beispiel bei Gruppe 1 eine nasskalte Luft mit 4 Grad, relative Feuchte 92%.
Das heißt, wir haben eine Differenz zum Raumwert von 18 Grad. Das heißt, die Differenz liegt tatsächlich bei 18 Grad. Das heißt, durchaus spürbar für die Tiere. Und das wird natürlich auch negativ empfunden, weil die Luft bei diesem Szenario relativ gesättigt ist. Es führt unweigerlich zu Problemen bei den Tieren mit den Atmungsorganen, immer wieder Erkrankungen, Infektionen und so weiter. Ein wesentlicher Punkt in dem Bereich ist auch der Energieverlust bei den Tieren. Der Energieverlust setzt sich zusammen aus Luftgeschwindigkeit mal Temperaturdifferenz. Wenn wir uns jetzt die zweite Gruppe angucken, dann haben wir ein Delta T und eine Differenz von nur 8 Grad zum Raumwert, weil wir die Luft aufbereitet haben mit 14 Grad, mit einer relativen Feuchte von 75%. Die Luft kommt über eine Wärmerückgewinnung rein und ist dementsprechend aufgetrocknet und natürlich auch in der Lage, mehr Luftfeuchtigkeit aufzunehmen. Kommen wir zu den Billigsystemen. Die Systeme sind lange am Markt, immer noch viele, weil sie halt billig sind. Betonung liegt auf billig. Die Zeche zahlt am Ende der Landwirt häufig, indem er sehr viel im System nachbessern muss. Das heißt, ein System, was eingebaut wird und dann nach ein paar Jahren mit 20, 30 Euro pro Platz verbessert werden muss, um halbwegs vernünftig zu laufen, kann nicht das Ziel einer Anlage sein, die funktional sein soll und die sicher funktionieren soll. Häufig wird bei diesen Systemen das oder die Physik nicht beachtet. Das sind die üblichen Vorgehensweisen. Man will ein billiges System, frei nach dem Motto, es ist billig, ich kann den Mastplatz oder Ferkelaufzuchtplatz oder Saunplatz relativ günstig anbieten. Häufig machen das Fullliner. Und dann kommen solche Systeme raus, wie zum Beispiel in diesem Falle diffuse Deckenlüftung. In diesem Falle hat der Betreiber des Stalles nach 2 Jahren die Tür aufgeschnitten, weil er gemerkt hat, das funktioniert nicht. Ich habe Probleme, die Ställe werden zu warm im Sommer, hohe Kurzschlussströme sind da, Dachraumerwärmung über der Glaswolle führt dann noch zu starkem Anstieg der Zulufttemperatur. Das heißt, hier wurde nach 2 Jahren reagiert. Bei diesen Abteilgrößen geht das auch noch, aber das ist definitiv keine Endlösung, so vorzugehen. Oben sieht es dann häufig so aus. Wir haben Kondensatbildung, kann man hier deutlich sehen. Man sieht gerade im mittleren Bereich starke Staubschichtablagerung. Das ist schon fast dunkelgrau. An den Rändern der Glaswolle kann man noch ein bisschen erkennen, dass die mal grün war. Es gibt einfach sehr viel Ablagerung. Das ist wie ein Filter. Das wäre das Gleiche, wenn ich jetzt zum Landwirt sagen würde, okay, ich habe hier jetzt einen Filter für deinen Schlepper, den brauchst du nie wechseln. Würde er sagen, du bist bescheuert, das gibt's nicht. Aber sowas lässt er sich einbauen, ohne darüber nachzudenken, kann so ein System überhaupt funktionieren. Langjährig gibt es Probleme, es heißt dann immer, man wechselt das mal aus, aber wer will denn die Glaswolle da hinten auswechseln in diesem Bereich? Wer will da rumkriechen und dort bei einer Höhe, die fast zu null geht, Glaswolle austauschen? Das kann nicht funktionieren. Sehr häufig kommt es dann auch noch zu Verschiebungen der Glaswolle durch Wind. Es kann sogar dazu führen, dass Glaswolle dann in manchen Bereichen komplett weg ist. Hier sieht man zum Beispiel so ein System mit einem geschlitzten Trapez-Wellmaterial. Glaswolle quillt unten raus. Ansaugstutzen ist auch noch Oberflur, Heizung ist auch noch unter der Decke. Wie soll da Wärme zum Tier kommen bei so einem System? Bei keiner Sekundärwalzenbildung, weil wir keine Strahllüftung haben. Das heißt, wir haben eine reine Verdrängungslüftung, das kann nicht funktionieren. Hygiene ist da auch eine ganz große Katastrophe. Ist nicht machbar. Hier sehen wir mal ein Beispiel, wie das denn aussieht, wenn sich zum Beispiel Glaswolle verschiebt oder vielmehr Steinwolle. Wenn die durch Ungeziefer weggeragt ist, dann kommt es zu Kondensatbildung. Oder wenn irgendwelche Windeinträge im Dachraum die Glaswolle weggeschoben haben, dann hat man Bereiche, wo eben wenig Glaswolle ist. Da kommt natürlich mehr Luft durch. Das habe ich hier mal dargestellt. Hier sehen wir es in der Praxis. Man kann hier deutlich sehen, rechts oben ist so ein bisschen der Abluftpunkt zu sehen. Und wir sehen hier eine starke Kondensatbildung. Das entsteht dann, wenn da sehr viel Luft reinkommt, weil da die Glaswolle weg ist. Und dann kommt es eben zu Tropfenbildungen und natürlich hohen Kurzschlussströmen. Das heißt unproduktive Luft, die den Tieren überhaupt nicht mehr zugutekommt. Ja, kommen wir zum großen Thema Wundertüren und Zauberventile. Wie kann ich einen 300er Entmaststall mit einer Futterganglüftung ausrüsten, ohne dass ich einen 3 Meter breiten Futtergang bauen muss?
Sehr schwierig. Das ist sehr schwierig. Aber wir haben ja durchaus Möglichkeiten in dem Bereich. Simsalabim, die Wundertür ist da. Ja, ich komme dazu. Erstmal Erklärung. Ein Zauberspruch ist ein Beschwörungstext, der eine bestimmte magische Wirkung hervorbringen soll. Zaubersprüche sind der Verbalmagie zuzuordnen. Eine exakte Abgrenzung des Zauberspruches zum Segen ist nicht möglich. Sie merken schon, es ist sehr starke Gratwanderung hier in dem Bereich. Also ich würde mich da nicht unbedingt auf die Verbalmagie verlassen. Das dürfte vielleicht das eine oder andere Mal klappen, aber grenzgängig. Ja, hier haben wir so ein Beispiel. Da wurde mal zensiert. Das heißt, ich bin dort über einen Veterinär zu einem Betrieb im Meppener Bereich gekommen. Der hatte einen relativ neuen 6000er Ferkelaufzuchtstall gebaut mit einem Fullliner, Einrichter aus der Ecke. So, der Landwirt war gar nicht da. Das hat mich schon gewundert. Da war zwar der Karl Faktor und der Veterinär, der mich dann gebeten hatte, da mal nach dem Rechten zu gucken, weil die Tiere einfach keine Leistung hatten, ständig krank waren, entsprechend auch aussahen, konnte man also deutlich sehen. Ich wurde hier gebeten, das Foto, was ich hier mal drin hatte, rauszunehmen vom Landwirt per Mail, obwohl ich da keine Namen, keiner wusste, dass das im Raum Meppen war, das sage ich ja jetzt. Wie gesagt, dieser Vortrag heißt ja Klartext. Ich hatte auch keine Namen genannt, also das hätte auch in Oberbayern sein können, trotzdem wollte er es raushaben. Der Einzige, der wusste, dass das Foto bei ihm war, war der Errichter des Stalles, das heißt dieser Fullliner, und der Landwirt selber. Und wie ich dann nachher erfahren habe, kungeln die wohl ein bisschen zusammen, können auch ganz gut zusammen. Dann frage ich mich, warum ist er nicht zu dem gegangen und hat gesagt, du hast mir hier was gebaut, das funktioniert nicht. Ich komme nachher noch zu dieser Art Landwirt. Ich habe das dann 1:1 nachgezeichnet. Das heißt, genauso wie es da aussieht, habe ich es hier nachgezeichnet, außer dass die Ferkel dann nicht mit der Pudelmütze im Stall waren. Die sahen auch noch schlechter aus wie die Ferkel, die ich hier gezeichnet habe. Aber ansonsten war das 1:1 so, wie es hier auf der Grafik nachgezeichnet worden ist von mir. Hier habe ich einmal dargestellt, wie sich die Zuluft bzw. wie sich die Heizluft bewegt hat. Die ist relativ weit unter der Decke lang gegangen. Ist ja klar, warme Luft steigt nach oben und wurde dann relativ schnell zum Abluftpunkt transportiert. Die Tiere unten hatten natürlich nichts davon. Unter der Decke waren 32 Grad, unten auf dem Boden waren gerade mal so 24, 25. Bei 7 Kilo Ferkeln kann man sich vorstellen, dass das natürlich zu wenig ist. Gut, physikalisch erklärbar, kann gar nicht anders. Zuluft sah ähnlich aus, auch die Zaubertür hat da nichts bewirkt. Das heißt, da hat die Verbalmagie nicht ausgereicht, um das Ganze funktional zu machen. Besonders bei den 12, 13 Kilo Ferkeln, die schon eine gewisse Zeit im Stall waren, sicherlich 1 bis 2 Wochen länger wie in guten Ställen, konnte man aufgrund der starken Haarentwicklung sehen, dass die Unterversorgung mit Wärme ein ganz wichtiger Punkt war, der hier zu Problemen führte. Ja, was soll ich sagen? Physik 6, mehr kann man an der Stelle wirklich nicht mehr sagen. So etwas zu bauen, ist eine Katastrophe. Ja, jetzt sind wir im Bereich der Zauberventile angekommen. Wir sehen hier eine Heraklitdecke, ebenfalls diffuse Decke mit Glaswolle obendrauf. Im Sommer hat man dann gemerkt, das reicht nicht so ganz aus. Man hat also Ventile eingebaut. Nachträglich sind die eingebaut worden. Problem nur, diese Ventile sind direkt über dem Gang angebracht und dieser Gang ist unoffen. Da kann man sich natürlich vorstellen, was passiert, wenn diese Ventile sich öffnen. Die öffnen sich bei großen Tieren natürlich nicht nur im Sommer, bei hohen Temperaturen, sondern durchaus in der Übergangszeit. Alarm, ganz klar offene Spalten, kalte Luft kommt von unten an die Tiere und bringt auch noch Schadstoffe in den Tierbereich. Ebenfalls eine Katastrophe, darf man so nicht bauen, ist völlig falsch, ist völlig fehl am Platz und kann physikalisch nicht funktionieren und wird immer wieder zu Problemen führen, besonders in den Übergangszeiten, wo diese Wechselzeiten sind. Da kann das System nicht funktionieren. Hier noch ein Beispiel. Hier haben wir die sogenannten Hightech-Spaceboards. Das heißt, hier hat man versucht, die Futtergang-Lüftung zu kaschieren. Eigentlich hier auch schon mal die Aufstallung zu niedrig. Gang ist zwar breit genug, aber der Stall ist auch relativ lang. Das heißt, auch hier wäre man besser beraten gewesen, ein anderes System zu installieren statt Futtergang-Lüftung. Hier wurde es grundsätzlich nicht warm genug im Stall. Klar, man hat den Ansaugstutzen komplett vergessen. Der ist gar nicht eingebaut worden.
Das kann natürlich dazu führen, dass zu viel Wärme abgesogen wird, wenn direkt unter der Decke abgesaugt wird. Es muss nicht immer Unterflur sein, aber es sollte zumindest ein 80 cm Stutzen vorhanden sein, der dafür sorgt, dass ein gewisses Wärmepolster unter der Decke bleibt. Kommen wir zu den Grundvoraussetzungen für gutes Stallklima. Gutes Stallklima kann ich erreichen, wenn ich meine Anlage im Einklang mit der Physik plane. Das heißt, ich muss einfach die Physik bedenken, berücksichtigen und nicht gegen die Geschichte arbeiten, gegen die Physik arbeiten. Dann habe ich schon mal eine gute Voraussetzung. Wichtig ist auch die Planung oder bei der Planung die Belange der Tiere beachten. Hier wurde es definitiv nicht gemacht. Wir haben hier eine Trockenfütterung und wer lange sich mit Schweinen auskennt, ich mache das ja schon ein paar Jahre, der kann hier deutlich sehen, dass den Tieren es hier nicht sehr gut geht, dass die sich nicht wohlfühlen. Die sind schmutzig, das war nicht im tiefsten Winter, das war irgendwann in der Übergangszeit. Das heißt, klar war da schon ein bisschen nasskalte Witterung, aber man sieht hier hohe Bereiche in der Bucht, die dreckig sind. Dreckige Buchten mit einem hohen Anteil an verkoteten Flächen führen natürlich unweigerlich zu solchen Bildern. Tiere, denen es definitiv nicht gut geht, kann man deutlich erkennen. Und wer das nicht sieht, sollte vielleicht aus der Tierzucht oder Mast rausbleiben. Jeder gute Züchter erkennt so etwas und stellt es ab. In diesem Falle wurde es gemacht. Die Tiere sind sauber, trotz Sensorfütterung, wie links erkennbar. Hier stimmt das Stallklima. Hier ist natürlich auch eine Wärmerückgewinnung drin. Hier ist die Luft aufbereitet. Hier wird für alles gesorgt. Man kann deutlich erkennen, dass die Spaltenanteile, die dreckig sind, hier lediglich im rechten Bereich der Bucht zu sehen sind und der Rest ist trocken. Und damit bleiben die Schweine auch sauber. Und man sieht es auch den Tieren an. Die fühlen sich einfach wohl und nicht wie in dem Bild vorher nass, dreckig, schmutzig und Tränen unterlaufene Augen. Typischer Indikator dafür, dass zu hohe Schadstoffkonzentrationen da sind. Hatten wir schon häufig. Physik beachten, Temperaturdifferenzen zwischen der Zuluft und der Abteiltemperatur möglichst gering halten. Ganz wichtiger Punkt, kommt immer wieder vor, gehen Sie zur Fachfirma. Wenn ich was mit der Blase habe, gehe ich zum Urologen und nicht zum Zahnarzt. Und genauso ist es in diesem Bereich, gehen Sie zu Fachfirmen für Stallklima und gehen Sie nicht zum Elektriker, der sich irgendwas zusammenkauft oder zum Stallanrichter, der auch mal die Lüftung mitmacht. Ja, was kommt dabei raus? Nichts Gescheites. Das ist genau das Problem. Gehen Sie zu den Fachfirmen. Finger weg vom Komplettanbieter. Der kann alles und weiß alles. Meistens geht es nicht gut. Ich sage mal so, es war mehr, es wird weniger. Viele merken mittlerweile, der Komplettanbieter mit der Bauhülle zusammen ist nicht der richtige Weg, sondern ich gehe zu den Fachfirmen und lasse mich vernünftig beraten. Und ich weiß dann, da versteht jemand was von Stallklima, da versteht jemand was von Fütterung und da versteht jemand was von Gülletechnik. Und der Landwirt muss lernen, mehr Geld für gutes Stallklima auszugeben. Low Budget funktioniert nicht beim Stallklima. Punkt. Exakte Planung aller Bereiche ist natürlich wichtig. Hier kann man mal einen Sauenstall sehen. Wir sehen also hier im Bereich den mittleren blauen Kanal, das ist der zentrale Zuluftkanal. Hier sehen wir zum Beispiel die Lochplattenkanäle mit ungelochten und gelochten Bereichen, wo die Luft im Prinzip überspülen muss, weil diese Abteile irgendwo 24, 25 Meter lang sind, soll natürlich hinten auch noch Luft ankommen. Entsprechend wird das geplant. Wir sehen hier den Wärmetauscher mit den grünen Kanälen, das ist die Rückführung, und sehen die Unterspaltenabsaugung hier überall in diesen Bereichen. Das heißt, das muss alles von Anfang an abgestimmt werden, mit dem Stalleinrichter abgestimmt werden, mit dem Höhlenbauer abgestimmt werden. Das ist ein hohes Maß an Planung und das sind heute unsere Haupttätigkeiten, dass wir heute im Vorfeld bereits sehr viel planen müssen, im Vorfeld bereits Statiken abklären müssen, im Vorfeld bereits Binderlagen abklären müssen. Aber das ist eben die Aufgabe einer Fachfirma. Stichwort Komfortzone der Tiere zu jeder Jahreszeit einhalten. Hier als Beispiel mal das Mastschwein. Um 22 Grad plus minus, je nach Genetik ein bisschen unterschiedlich, ist die thermoneutrale Zone. Da fühlt sich das Tier wohl. Genauso wie wir als Menschen auch eine thermoneutrale Zone haben, sollte man möglichst diesen Bereich einhalten. Ganz oben kommt es zum Stress bei hohen Temperaturen, Herz-Kreislauf-Probleme bis hin zum Tod.
Das Ganze kommt natürlich irgendwann auch nach unten, da dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber wenn es dann steif gefroren in der Bucht liegt, dann wird es auch nicht mehr leben. Das heißt, wir müssen also versuchen, uns in dem grünen Bereich zu bewegen. Das heißt, man muss sehen, dass man über die gesamte Jahreszeit sich in dieser Komfortzone für die Tiere bewegt und dass die Tiere sich in diesem Bereich wohlfühlen. Im Hochsommer kann ich das Ganze über eine Hochdruckkühlung sehr gut erreichen. Gleichzeitig nutzt mir das System auch im Winter, um eine ausreichende Luftfeuchtigkeit sicherzustellen. Wir haben auch Phasen mit trockener Luft, haben wir vorhin gelernt mit dem HX-Diagramm, wo wir im Bereich laufende Heizung oder Wärmerückgewinnung, letztendlich egal, auch zu trockener Luft bekommen können, die dann Stress auslösen. Auch da kann dieses System über einen Feuchtesensor in der Zuluft sehr gut gegensteuern. Das heißt, das ist schon mal ein Bereich, wo ich diese Komfortzone überwiegend einhalten kann und den Tieren Erleichterung schaffe. Durchdachte Systeme einbauen heißt in diesem Falle Schlitzkanallösung, Verteilung der Zuluft über den Futtergang gleichmäßig kann ich über einen Schlitzkanal erreichen, den ich letztendlich beidseitig einspeise, aber ich muss auch dort gewisse physikalische Dinge beachten. Ich muss zum Beispiel dafür sorgen, dass sichergestellt wird, dass bei langen Wegen die Zuluft gleichmäßig reinkommt. Dazu brauche ich Boxen, die in den Kanal gehen, um die kalte Luft langsam zum Überlaufen zu zwingen. Wenn ich jetzt das Loch ganz unten machen würde, würde da hinten überhaupt gar keine Luft mehr ankommen. Ich muss also darauf achten, dass diese Systeme entsprechend geplant werden und auch die Bauteile entsprechend ausgeführt werden. Dann funktioniert das sicher und tiergerecht. Letztlich muss ich als Lüftungsfachfirma aber auch mal eine Hose anhaben und ziemlich deutlich sagen, welche Systeme sich bewährt haben, welche Systeme macht man als Lüftungsfirma und fährt nicht auf einem Mainstream mit, einer Fehlberatung oder einer Linie, die sich entwickelt, weil sie billig ist und weil viele Firmen die machen. Da muss man auch mal Nein sagen. Wir konzentrieren uns eigentlich auf vier wesentliche Systeme. Das ist der Lochplattenkanal. Das ist so der Bereich in Saunenstellen, wo wir keine hohen Lochplattenanteile haben. Saunenstelle, NT-Bereiche, Abfergebereiche, ist der Lochplattenkanal nach wie vor stark am Markt. So, dann haben wir damit die Möglichkeit, gezielt die Luft in den Atmungsbereich der Tiere zu bringen. Da ist der Lochplattenkanal bewährt. In der Ferkelaufzucht oder in der Mast sehr viel die Lochplattenzwischendecke. Da kann ich aufgrund der höheren Lochplatten-Quadratmeterzahl dann auch den Restbereich mit ungelochten Platten auslegen, habe eine gerade Decke und habe auch die Möglichkeit, in den ungelochten Bereich die Luft einzuleiten, damit sicherzustellen, dass sie eine gewisse Zeit braucht, bis sie in den Lochbereich kommt. Dann kann man auch mit Überspülkanten arbeiten. Man hat also bei der Lochplattenzwischendecke bei hohen Lochplattenanteilen das richtige System bis zu einer gewissen Abteilgröße. Auch der Schlitzzuluftkanal wird von uns sehr viel in der Mast eingebaut. Das ist das, was wir eben gesehen haben mit den hochgelegten Boxen. Oder bei kleinen Abteilen durchaus auch die Futtergang-Lüftung. Nach wie vor nicht schlecht, aber maximal 120 Mastplätze. Dann muss Finish sein und ich kann nicht mehr, habe nicht die Möglichkeit, gezielt zu sagen, du kriegst warme Luft, du kriegst keine warme Luft. Das geht bei Futtergang-Lüftung nicht. Da ist der Schlitzzuluftkanal dann besser. Ja, wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Es gibt Systeme, die wir nicht einbauen, die wir definitiv niemals einbauen werden, wie zum Beispiel die diffuse Decke oder Schlitzventile aus dem Dachraum. Das sind also Bereiche, wo die Luft zu warm wird. Der Dachraum kann trotz Dämmung sich weit über die Außentemperatur hinweg erwärmen. Die Luft kommt im Winter dann sogar negativ rein. Das heißt, sie hat vielleicht Minustemperaturen, sie hat hohe Wassergehalte. Das heißt, das sind alles Systeme, die sich nicht bewährt haben. Und da muss man als Firma irgendwann auch sagen, das baue ich nicht ein. Viele Firmen haben dort leider nicht die Hose an und schwimmen dann auf so einem Mainstream mit. Gerade bei den Schlitzventilen sind ziemlich viele Ställe gebaut worden. Kürzlich sagte ein Futtermittelberater zu mir, sagt, das ist ein Riesenmarkt für euch, weil alle diese Systeme werden niemals Langschwanzhaltung machen können. Und so sieht es auch aus. Mit nicht aufbereiteter Luft, mit nasskalter Luft, mit zu niedrigen Temperaturen, die erforderlich sind, um diese Stelle überhaupt zu betreiben, kann ich keine Langschwanzhaltung machen. Das wird nicht funktionieren. Deswegen sind wir da guter Hoffnung, dass wir auch in Zukunft noch viele Ställe umbauen können.
Dann wird so ein Billigsystem allerdings dann schnell für den Betreiber sehr, sehr teuer. Was nützt mir ein System, was nur 30 € pro Mastall gekostet hat, was dann irgendwann nicht 50 kostet, sondern 80, weil ich dementsprechend nachbessern muss? Das kann nicht das Ziel der Planung von Lüftungsanlagen sein. Aber wie gesagt, Nachbau ist alles. Der Einfluss geringerer Belegung auf das Stallklima, warum brauche ich jetzt eine Wärmerückgewinnung? Hochaktuell das Thema, neue Haltungsformen bringen es mit sich, dass wir bis zu ein Drittel weniger Tiere im Stall haben. Der Wärmehaushalt ändert sich. Gleichzeitig sind die Schadstoffspitzenwerte zu oder die Schadstoffschnittwerte zu Spitzenwerten geworden. Das heißt, wir dürfen jetzt wirklich nicht mehr 20 ppm Ammoniak überschreiten, zu keiner Tageszeit. Und all das, gerade in Verbindung mit weniger Tierwärme, führt unweigerlich dazu, dass wir in dem Bereich was machen müssen, um eine ausreichende Luftrate sicherzustellen. Grenzwerte, wie gesagt, für Ammoniak sind nicht mehr Schnittwerte, sondern Spitzenwerte. Bis zu ein Drittel weniger Belegung führt im Stall zu einem großen Wärmedefizit. Das müssen wir ausgleichen. Nicht jeder hat eine Biogasanlage. Und wir müssen natürlich ganz klar die neuen Haltungsvorschriften in diesem Bereich beachten und auch im Stallklimabereich darauf reagieren und agieren. In jedem Stall haben wir einen Wärmehaushalt, der beeinflusst wird von der Tierzahl, von der Tiermasse, von der Wärme, die über das Gebäude weggeht, von der Wärme, die über die Lüftung abtransportiert wird, die notwendige Luftwechselrate im Winter. Und das Ganze kann man hier sehr schön auf der Wärmebilanzwaage sehen. Wir haben hier in diesem Falle jetzt ein Defizit. Das Defizit ergibt sich durch relativ hohe Luftraten, durch Wärmeverluste über das Gebäude und gleichzeitig geringere Tierwärme. Das ist die rechte Seite, die jetzt durch die Haltungsform sich natürlich noch weiter ändert. Das heißt, wenn keine Wärmeeinträge auf der Seite kommen, dann haben wir ein Defizit. Dieses Defizit führt unweigerlich dazu, dass wir nicht mehr genügend lüften können. Die Luftrate ist nicht mehr ausreichend. Und letztendlich kommt es dann zu schlechten Luftqualitäten. Wir können die Grenzwerte nicht einhalten und, und. Das ist ein Rattenschwanz, der einiges nach sich zieht. Wir müssen also wieder in den Überschussbereich der Wärmebilanzwaage kommen. So wie es jetzt hier dasteht, ist es schon ideal. Das heißt, wie können wir das erreichen? Wir können Wärmeerträge quasi einsetzen. Das könnte sein die Heizung. Am besten ist es natürlich nicht die Heizung zu nehmen, sondern besser ist es natürlich den Bereich Wärmetauscher zu nehmen, weil Heizung heißt CO2. Ich produziere wieder mehr CO2. Man sieht schon, die Dämmung, die zusätzliche Dämmung ist relativ wenig. Dämmung bedeutet, dass ich zwar was erreichen kann, aber eine Überdämmung ist sogar negativ beim Stall, besonders im Bereich Ferkelaufzucht und Mast, weil ich irgendwann in die Situation komme, ich kann die Dämmung nicht abschalten. Ich behalte diesen Überschuss auch in der Übergangszeit und ich komme dann sehr schnell zu hohen Luftraten, die ich gar nicht will. Und gleichzeitig heißt es natürlich auch noch erhöhte Stromkosten. Das heißt, eine Dämmung bringt uns relativ wenig. Das ist ein geringes Gewicht und ich kann sie nicht abschalten. Geringere Belegdichten haben aber auch einen starken Einfluss auf die Thermik innerhalb eines Abteils oder innerhalb einer Bucht. Das heißt, wir sehen hier auf der linken Seite eine Gruppe mit einer relativ engen Belegung. In diesem Falle soll das 0,35 Quadratmeter pro Tier sein, also eine Ferkelaufzucht. Durch enge Belegung habe ich eine relativ gleichmäßige Thermik. Das heißt, die Zuluft, die einströmt, wird von der Thermik recht gut verdrängt und geht dann in der Regel im Kotbereich runter. Im Idealfall habe ich dann noch eine Unterspaltenabsaugung. Das heißt, die Schadstoffe kommen gar nicht wieder hoch. Und man hat noch den Vorteil, dass die Thermik dafür sorgt, dass die Luft nicht direkt auf die Tiere fällt. Wenn ich auf die rechte Seite gucke und die Belegung entsprechend geringer ist, dann habe ich große Lücken zwischen den Tieren. Das führt dazu, dass Luft eher in den Tierbereich fallen kann. Das kann zu Zugluftproblemen führen, besonders wenn das Delta T wiederum zwischen Stalltemperatur und Zulufttemperatur relativ groß ist. Dann kann es hier unweigerlich zu Problemen führen. Und deswegen ist die Belegung auch innerhalb der Bucht ein Faktor, der sich auf Thermik und damit auf Stallklima sehr stark auswirkt.
Wenn wir uns in dem Zusammenhang mal die Wärmeverluste in einem Stall angucken, dann können wir deutlich sehen, die Güllekeller sind ziemlich uninteressant. Das ist dieser kleine grüne Pfeil. Tatsächlich diskutieren mit mir manchmal Landwirte darüber, den Güllekeller zu isolieren. Ich sage dann schon nichts. Es bringt nichts. Aber manchmal bin ich dann ganz ruhig. Ich sage, wenn ihr das meint, dann macht das. Die Decken sind immerhin 9%, die Wände ungefähr 5%. Das differenziert ein bisschen. Das können auch 4 und 10 sein, je nach Stallkonzept. Aber der große Kuchen, der letztendlich große Kuchen, ist der Abtransport der Wärme über die Lüftung. Das ist dieser ganz große Bereich, der mit 85% den Löwenanteil ausmacht. Und daraus können wir letztendlich mit einer Wärmerückgewinnung 75%, jetzt hier mal dargestellt, zurückgewinnen. 75% der Abwärme können wir wieder in den Stall zurückbringen. Das ist sicherlich der Idealbereich. Es können auch nur 85 sein, je nach Aggregatzustand der Luft, je nach Temperatur, je nach Luftfeuchte, aber wir bewegen uns dann in den Bereich des großen Kuchenstückes und da können wir was holen und da konzentrieren wir uns drauf, weil das bringt wirklich was und nicht auf die Güllekeller. Das hat keinen Sinn, hat keinen Wert, bringt wenig. Dämmung ist auch ein kleiner Bereich, also der große Kuchen, der bringt richtig Masse, der bringt richtig Wärme, da lohnt es sich. Wie ist so ein Tauscher aufgebaut? In der Regel haben wir eine freie Kammer, das ist wie ein Abluftkamin. Die Luft geht durch, dann ist die mittlere Klappe, die jetzt geschlossen ist, geöffnet. Diese Klappe ist dann im Prinzip geöffnet, diese anderen Klappen sind geschlossen. Das heißt, alles geht direkt durch. Dann haben wir links bzw. rechts eine Wärmetauscherkammer. Da geht die Luft nachts durch oder im Winter oder in nasskalter Zeit. Bei kleinen Tauschern kann das auch nur eine Tauscherkammer sein. Beim Tauschermodul ist der Aufbau so, dass wir eine Röhrenstruktur haben. Wir haben einen Austrittsbereich der Zuluft. Wir haben einen Eintrittsbereich der Zuluft. Das ist hier jetzt dargestellt. Und die Abluft geht gerade durch, wird in eine Rotation gebracht und gibt möglichst viel Wärme wiederum an die Zuluft ab, die gegenläufig läuft. Das Ganze verfügt über eine Wascheinrichtung. Die Wascheinrichtung sorgt dafür, dass wenig Handarbeit gemacht werden muss. Im Grunde genommen ist das ein Wartungsaufwand von 3-4 Stunden im Jahr, höchstens maximal. Das heißt, Wäsche kontrollieren, mal gucken, ist die Wäsche richtig eingestellt, muss ich vielleicht die Waschintervalle erhöhen. Aber man hat einen relativ geringen Aufwand bei einem automatisch gesteuerten Wärmetauscher. Die längsten Anlagen laufen mittlerweile über 20 Jahre und sind immer noch in Betrieb und auch sicher in Betrieb. Ganz entscheidend ist natürlich die Integration des Wärmetauschers in das System. Das heißt, eine Regelung muss entsprechend da sein, die das Ganze steuern kann. Wir wollen mit dem Wärmetauscher Tiere nicht belasten mit Wärme, die keine Wärme mehr benötigen. Deswegen muss dieses System so geplant werden, dass wir ganz effektiv die Wärme dorthin bringen, wo wir sie auch wirklich brauchen und nicht kontraproduktiv arbeiten. Dazu haben wir ein System entwickelt, wo wir je nach Wärmebedarf regeln. Wir sehen hier mal eine Grafik. Wenn wir auf die Grafik schauen, sehen wir hier mal eingekreist den Wärmetauscher als Modulblock, den Abluftkanal. Darunter liegt ein Zuluftkanal. Dieser Zuluftkanal wird wechselseitig versorgt vom Tauscher und natürlich aus dem Dachraum. Das heißt, wenn wir Übergangszeiten haben, dann holen wir uns die Luft auch aus dem Dachraum. Gleichzeitig ist aber auch noch eine zentrale Außenklappe da, die im Hochsommer auffährt. Das heißt, dieser Zuluftkanal ist etwa für 50% der Gesamtluftrate für den Stall zuständig. Wir haben Abteile mit 100 Kilo Schweinen, wir haben Abteile mit 30 Kilo Schweinen. Der Wärmebedarf ist total unterschiedlich. Deswegen hat unser System Klappen. Diese Klappen gehen einmal in diesen zentralen Zuluftkanal oder Zentralgang, kann das natürlich auch sein. Und nach draußen. Das heißt, vorne ist eine Pendelklappe, hier jetzt mal dargestellt. Und außen ist eine Außenklappe. Diese Außenklappe wird gesteuert über Zulufttemperatur, über Abteiltemperatur und über Feuchte. Das heißt, die Anlage kontrolliert sich selber, auch am Wachstum der Tiere orientiert. Heißt nichts anderes. Bei kleinen Tieren geht die Klappe relativ spät auf. Bei großen Tieren geht sie relativ früh auf. Somit ist sichergestellt, dass wir keine Wärmebelastung für große Tiere haben und gleichzeitig, da die Abluft ja auch reingeht in die Gesamtluftrate, heizen im Prinzip die Großen die Kleinen. Bei den Kleinen ist es dann genau umgekehrt. Die Klappe nach außen ist geschlossen. Die bekommen ausschließlich die Luft aus dem vorgewärmten Bereich. Pendelklappe ist geöffnet und damit ist wiederum sichergestellt,
dass die Tiere eine ausreichende Luftwechselrate haben, ausreichende Wärme haben und im Grunde genommen das gesamte System abgerundet wird und sichergestellt ist, dass wir immer nur dort Wärme abgeben, wo wir sie effektiv brauchen. Das ist also ganz entscheidend. Ansonsten kann so ein System durchaus eben kontraproduktiv werden und höhere Stromkosten verursachen, was wir auf keinen Fall wollen. Ja, wie sieht so ein System dann in der Praxis aus? Das heißt, man sieht hier mal ein Montagebeispiel für 2400 Plätze. Hier der Wärmetauscher, in diesem Falle mit zwei Ventilatoren, zwei Abluftventilatoren und zwei Tauscherkammern. Diese Schrankwand ist ungefähr 5 Meter mal 5 Meter. Hier sieht man ungefähr die Dimensionen. Hier wird er gerade reingesetzt in die Binder, wird mit VA-Laschen befestigt in der Binderkonstruktion. Man kann hier auch sehen, da sind zwei Doppelbinder angebracht. Diese Doppelbinder sind dann in der Lage, die Last zu tragen. Das muss natürlich aus statischen Gründen auch berücksichtigt werden. Das Ganze lässt sich natürlich auch mit Abluftreinigungen kombinieren. In diesem Falle zwei Wärmetauscher, die links und rechts sitzen, dahinter der Filter. Hier geht die Abluft im Winter halt erst über die Tauscher, hier über die Tauscherkammer hoch, geht dann in der Kammer vorne runter und wird in die Vorkammer vorm Filter gedrückt. Ist klar, wir holen uns die Wärme vorher raus, bevor es in den Filter geht, weil der Filter letztendlich wieder zu einer Abkühlung führt und damit wird die Energie, die wir rausholen können, natürlich geringer. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen möglichst viel Ausbeute bei der Wärmerückgewinnung haben. Ja, wie sieht dann das Ergebnis aus, wenn ich so eine Wärmerückgewinnung installiert habe? Hier sehen wir mal den Temperaturverlauf in einer Anlage aus der Praxis, hier im Oktober 2015. In der Nacht ist die Temperatur abgesackt auf 1,5 Grad Außentemperatur, dieses typische Wechselwetter. Diese Temperatur, die hat uns damit Probleme bereitet. Das heißt, wir haben eine relativ kalte Nacht. Die Zulufttemperatur wurde im gleichen Zeitraum allerdings bei 9,2 Grad gehalten. Diese Temperatur setzt sich zusammen aus zentraler Dachraumluft und Wärmetauscher. Das heißt, bei Temperaturen um 1,5 Grad im Maschstall fahren wir noch nicht unter 15%. Dort haben wir sicherlich in dem Moment, was jetzt hier nicht eingeblendet ist, irgendwo 25% Luftrate gefahren. Damit kommt etwa 15% aus dem Tauscher, 10% aus dem Dachraum. Mischtemperatur ergibt 9,2 Grad. Aber der Wärmetauscher ist hier reingefahren, kann man deutlich sehen, und hat damit verhindert, dass die Temperatur womöglich bis auf 1,5 Grad absackt, sondern er hat sie bei 9,2 Grad gehalten. Das heißt, sichergestellt, dass die Schwankungen in dieser kalten Nacht nicht zu groß werden, was natürlich zur Folge hat, dass die Tiere gesünder sind. Hier ein Betrieb aus Springe in der Nacht vom 17. auf den 18.01.2016. Hier haben wir eine Nacht gehabt mit 16 Grad Minus. Man sieht, 2016 ist noch nicht so lange her. Auch hier wird es noch kalt. Und wir haben eine Differenz gehabt von 23,4 Grad. Das heißt, die Zuluft ist tatsächlich bei 7,4 Grad gewesen, geblieben. Das war dann sicherlich Luft nur aus dem Tauscher. Dachraumklappen waren da garantiert geschlossen bei diesen Temperaturen. Da sieht man dran, dass wir eine Differenz erreichen, die extrem hoch ist. Der Tauscher hat in dieser Nacht eine Leistung gehabt von ungefähr 160 kW thermische Leistung. 160 kW, und dazu brauche ich dann ungefähr, sagen wir mal, 0,8 kW Strom an Druckverlust. Daran sieht man, wie hoch die Leistungszahl bei einem Tauscher ist. Ein sehr effektives System, und dass das den Tieren natürlich zum Vorteil kommt, brauche ich, glaube ich, keinen Mester oder keinem Züchter erklären. Das versteht sich im Grunde genommen von ganz alleine. Und das weiß jeder, was das ausmacht. Ob ich mit 4 Grad Minus reinkomme, ich will gar nicht von 16 reden, oder ich komme mit 10 Grad Plus rein im Stall. Da habe ich eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Güte, eine ganz andere Tiergesundheit, eine ganz andere Leistung. Kommen wir zum nächsten Thema: digitale Vernetzung beim Stallklima. Digitale Vernetzung in der heutigen Zeit nicht nur beim Stallklima üblich, auch bei Fütterungen, auch bei anderen Bereichen in der Landwirtschaft, aber beim Stallklima wird es immer mehr. Das heißt, wir haben die Vorteile und auch der Betriebsleiter die Vorteile, dass wir vernetzt sind. Das heißt, wir können schnell reagieren, wir können effektiv reagieren.
Der Landwirt kann reagieren, der Landwirt kann auch aus der Ferne, eventuell auch mal aus dem Urlaub, seinen Stall beobachten, kann mal einen Betriebshelfer betreuen. Das ist ein gravierender Vorteil. Was wird benötigt? Bei uns ist es so, wir gehen an unseren Datenbus, da kommt ein Buskoppler ran, der einfach über einen Abschlusswiderstand angeschlossen wird. Das heißt, über diesen Buskoppler kriegen wir die Daten auf den PC. Auf dem PC kommt eine Software. Diese Software ist in der Lage, mit unserem System zu kommunizieren und das Ganze grafisch oder eben tabellarisch darzustellen. Was haben wir für Vorteile? Klar haben wir heute schon ein relativ großes Display am Gerät, aber es ist eben ein Grafikdisplay. Es ist kein Hightech-Bildschirm. Es wird grafisch dargestellt. Die Vielzahl der Informationen sind heute immer mehr. Und an einem kleinen Display ist nicht immer gleich alles zu verstehen. Dann steht auch schon mal der Landwirt davor und hat das große Fragezeichen vor der Stirn. Es ist halt ein Unterschied, ob ich an einem 3,5 Zoll Monitor in Klammern Display stehe oder ich bin letztendlich irgendwo in der Lage, mich vor einen 24 Zoll PC zu stellen und sehe das Ganze dann in diesem Falle grafisch, wo ich alle Punkte auf einmal erkennen kann, wo ich meinen gesamten Stall sehe, wo ich meine einzelnen Bereiche sehe, wo ich meine Abteile sehe, wo ich meinen Zentralbereich sehe. Ich habe auf den ersten Blick eine Information. Ich kann mich auch am Gebäude orientieren. Ich weiß, wo ich bin. Hier sieht man gerade so einen Post-it-Zettel auf einen Abteil. Das heißt, hier ist eine Information. Das sehen wir gleich noch. Wir können auch sehen, welche Abteile zum Beispiel ausgeschaltet sind. Das heißt, die Abteile, die dann ausgeschaltet sind, sind irgendwo grau hinterlegt. Da sehen wir hier jetzt so ein Abteil, das ist ausgeschaltet und das ist ausgeschaltet, das ist auch ausgeschaltet. Das heißt, ich habe auf den ersten Blick immer gebäudebezogen meine Informationen und habe eine Übersicht. Da geht sofort die Lampe auf beim Landwirt. Er weiß dann gleich, aha, das ist mein System. Ich verstehe das relativ schnell, ohne mich da mühselig durch das 3,5 Zoll Display zu winden. Wenn er das erst hier verstanden hat, dann findet er sich in kurzer Zeit auch auf dem kleinen Display besser zurecht, weil die Informationen sind letztendlich dieselben, ob am Display oder am PC. Aber der Vorteil liegt klar auf der Hand. Ich kann an so einem großen PC mehr erkennen. Die Vorteile der Vernetzung aus Firmensicht, ganz klar, wir können eine intensivere Kundenbetreuung machen. Wir haben Fernwartmöglichkeiten. Wir können Erkenntnisse aus den Betrieben der Anlagen ziehen. Über die Aufzeichnungen der Anlagen, über die Kurven können wir natürlich Rückschlüsse ziehen, ob unsere Software so richtig arbeitet, ob wir vielleicht was verändern müssen, ob wir, wenn wir Parameter verändern, Ergebnisse erzielen. Wir können also anhand der Veränderungen Sachen erkennen, können daraus Rückschlüsse ziehen und können unsere Anlagen dadurch natürlich wesentlich besser weiterentwickeln. Das heißt, die Praxis zieht über die Vernetzung extrem ein. Kostenreduktion ist natürlich auch ein wichtiger Stichpunkt. Das heißt, man kann aus dieser Richtung auch als Firma die Kosten reduzieren. Gewährleistungen kann ich eventuell online machen. Das heißt, ich kann auf diese Art und Weise letztendlich auch ökologischer arbeiten. Aus Kundensicht ganz wichtig, wesentlich intensivere Firmenbetreuung möglich, wenn er es in Anspruch nimmt. Die eigene Anlage schneller verstehen ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich eben schon mal beschrieben habe. Ich habe eben die grafische Darstellung, ich habe mehrere Ansichtmöglichkeiten. Ich kann mir das grafisch darstellen, ich kann es in diesem Falle tabellarisch darstellen. Hier sieht man auch noch zwei Mikrosuhlen, die in dem Stall integriert sind. Das ist nämlich ein Mixstall aus Mast- und Ferkelaufzucht. So, man sieht auf den ersten Blick tatsächlich, was läuft im Stall. Ich sehe alle Bereiche der Zentrale, ich sehe den Unterdruck, ich sehe die gesamten Zentralfunktionen. Ich habe relativ viele Informationen, die ich auf den ersten Blick sehe und nicht verändern muss. Einstellungen dann über klassische Windows-Reiter, wo ich dann hin und her switchen kann, indem ich die Reiter anklicke. Gleichzeitig wird dazu eine Information gegeben. Das heißt, zu jedem Punkt, wenn ich da reinklicke, wenn ich jetzt auf Regelbereich klicke, kommt hier ein anderes Erklärungsfenster. Das heißt, Regelbereich reinklicken, das Fenster ändert sich hier. Ich habe quasi das Handbuch mitgeführt. Das Handbuch ist immer dabei. Ich bin damit aktuell, weiß immer, was los ist, brauche auch nicht in der Bedienungsanleitung gucken. Im Prinzip ist die Bedienungsanleitung online im Softwarebereich integriert und ich verstehe es leicht. Hier haben wir vorhin so ein Post-it gesehen, der da ist. Hier in diesem Fall ist die Information vielleicht für den Betriebshelfer oder für den Mitarbeiter,
Tränkenippel in der zweiten Bucht kontrollieren, in Abteil 7. Da kann auch was anderes stehen und irgendwann ist das erledigt. Und wenn ich das erledigt habe, kann ich die Notiz auch löschen. Im Moment ist die Löschfunktion unten grau hinterlegt. Das heißt, erst wenn ich erledigt angeklickt habe, kommt unten löschen. Klar kann ich auch Notizen löschen, die ich noch nicht erledigt habe, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache von Notizen. Was wir auch mit drin haben, sind Wasserzähler, damit ich eben weiß, was verbrauchen meine Tiere, ändert sich da was, ist der Gesundheitsstatus vielleicht nicht okay. Das Ganze kann ich mittels Handy und TeamViewer natürlich auch aus der Ferne sehen, zum Beispiel aus dem Urlaub, zum Beispiel vom Schlepper, wenn ich auf dem Acker bin, kann ich auch mal meinen Betriebshelfer oder meinen Mitarbeiter auf die Finger gucken. Alles das kann ich auch am Abteilregler, klar ist das dort einstellbar. Selbst da sind wir heute schon relativ übersichtlich. Ich habe einfache Menüs, einweichen, waschen, aufheizen etc. Aber es ist anders als ein 24-Zoll-Monitor und viele Betriebsleiter nutzen mittlerweile die PC-Anbindung fast zu 100% zur Bedienung des Stalles. Oft wird am Stall wirklich nur noch einweichen, aufheizen, ausschalten gemacht. Der Rest wird zu 90%, 95% tatsächlich am PC gemacht und ist da an der Stelle auch nicht zu toppen. Für uns, wie gesagt, auch Kontrolle, auch für den Betriebsleiter der Verlaufskurven. Ich kann hier mehrere Sachen einblenden. Hier ist also fast alles eingeblendet, was ich darstellen kann. Kann aus diesem Fenster letztlich auch sagen, okay, ich will einen Datenexport machen, ich will meine Informationen einer kompletten Verlaufskurve in Excel speichern. Das heißt, in dem Moment, wo ich auf Datenexport klicke, speichert er den gesamten Verlauf in einer Excel-Datei. Das kann ich für QS oder irgendwo nutzen. Völlig egal. Hier ist auch der Wasserverbrauch nochmal dargestellt. Das ist diese blaue Linie. Das heißt, man kann sehen, nachts wird das immer wieder auf Null gesetzt und dann geht es wieder hoch und damit kann ich genau sehen, das ist so ein Sägezahnmuster, was entsteht. Wie ist der Wasserverbrauch gewesen? Hier ist der Datenexport. Button, den ich eben schon beschrieben habe. Über diesen Button kann ich die ganzen Daten entsprechend in Excel exportieren und für andere Zwecke verwenden. Klar können wir auch über Einstellungen ins Service-Menü kommen. Da ist natürlich ein Code hinterlegt. Damit können wir Relaiszugänge neu ordnen, können etwas verändern, was der Landwirt gerne möchte. Das heißt, wir sind in der Lage, außer Ferne gewisse Dinge verändern zu können. Und das erleichtert natürlich auch den Service. Man sieht es hier, früher wurde das am Abteilregler gemacht, heute erfolgt das am PC. Bei diesem Betrieb sehen wir rechts den PC mit der Lüftungssoftware, links so halb verdeckt den PC mit der Fütterungssoftware. Der hat ja schon zwei PCs stehen im Büro, ist komplett vernetzt und hat damit einfach eine wesentlich einfachere Bedienmöglichkeit, als er das am kleinen 3,5 Zoll Grafikdisplay hat. Ganz klarer Vorteil, ganz klar besser und einfacher. Ja, jetzt kommen wir zum Fazit des Ganzen. Ja, und wer mich kennt, der weiß, dass so ein Fazit bei mir durchaus auch etwas länger dauern kann. Ich gehe da schon ein bisschen intensiver drauf ein und versuche rüberzubringen, warum nennen wir das Ganze Klartext beim Stallklima. Da haben wir uns auch lange überlegt, wieso heißt das Klartext? Aber wir sind es eigentlich leid, drumherum zu reden. Und beim Stallklima geht nur Klartext. Nach unseren Erfahrungen haben wir heute etwa das Verhältnis 60-20-20 bei den heutigen Schweinehälterhaltern. Ich erkläre das gleich, wofür das ist. Das heißt, 60% davon haben erkannt, häufig auch junge Landwirte, die heute sehr aktiv sind, dass ein wesentlicher Faktor für gesunde Tiere und bei hoher Leistung das Stallklima ist. Diese Betriebe stellen sich auch neuen Haltungsformen bzw. beteiligen sich aktiv daran. Habe ich jetzt gerade wieder erlebt bei einem jungen Betriebsleiter, dass er in einer Geschichte mitmacht, wo quasi auch die Meinung der Betriebsleiter für politische Entscheidungen herangenommen werden soll, was ich sehr begrüße. Das heißt, die waren schon immer die Besten und machen es mit Herzblut. Das sind Betriebe, das sind unsere klassischen landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland, Familienbetriebe, die machen es mit Herzblut. Punkt. Aus. Das sind auch die Betriebe, die wir stark unterstützen, wo wir auch in sozialen Medien aktiv sind. 20% sind unwissend, teilweise tatsächlich naiv
Oft sind da schon 5 Firmen auf dem Hof gewesen, 6 verschiedene Kamine auf dem Hof. Sie wissen oft nicht, was am Markt vorhanden ist. Sie sind fast nie bei Veranstaltungen und Weiterbildungen. Mit gutem Willen kann man die an der Hand nehmen, aber sie müssen tatsächlich den richtigen Weg finden, auch beim Stallklima. Und da kommt es eben darauf an, wer nimmt sie an die Hand und wer führt sie auf den richtigen Weg. Ich komme nachher noch zu dem Thema etwas am Schluss des Fazits. Wie gesagt, es wird ein bisschen länger. Einfach sehen, was ist am Markt, was kann ich erkennen. 20%, die Roten, sind Ignoranten. Dazu zählt auch dieser Schweinehalter aus dem Meppener Bereich mit den 6000 Ferkel, der nicht mal bei dem Termin dabei war und mir dann per Mail dann auch noch geschrieben hat, ich sollte doch sein Bild rausnehmen. Ich habe ihm dann auch geantwortet in einer DIN A4 Seite und ihm auch erzählt, was ich von ihm halte. Genau auf diese Betriebe kommen dann bevorzugt leider Peter und andere Tierschutzorganisationen und wir versuchen das im Vorfeld zu sondieren, um nicht zu solchen Betrieben hinzufahren, weil mir ist die Zeit dazu zu schade. Wir haben diese 20% aufgegeben und es sind häufig nicht kleine Betriebe, sondern eher größere. Und bei diesen Betrieben bringt es nichts, da braucht man sich nicht mit beschäftigen. Das ist sehr bedauerlich, vor allen Dingen für die Tiere in deren Ställe. Da sind auch Politiker dabei, die solche Ställe betreiben. Ganz klar nicht in Ordnung. Punkt. Was diese Betriebe noch nicht verstanden haben, ist, dass für über kurz oder lang die Luft für diese 20% sehr dünn wird. Unabhängig davon, ob es große Betriebe sind. Und da sind sehr viele große Betriebe bei. Früher oder später werden diese Betriebe feststellen, dass es so nicht mehr weitergeht. Und dann befürchte ich, was heißt ich befürchte, ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass diese Betriebe den Betrieb tatsächlich im klassischen Sinne an die Wand fahren. Sie wissen es nur noch nicht, aber es kommt mit ziemlicher Sicherheit auf Sie zu. Das sieht dann so aus. Leider. Aber jetzt auch leider für die Tiere. Ja, funktionierende Stallklimaanlagen errichtet man nicht mit einem stabilen Halbwissen. Leider haben zu viele, auch große Firmen, keine Hosen an. Sie laufen auf einem Mainstream mit, der nicht unbedingt positiv ist, genau wie wir jetzt den Links-Mainstream haben, der sicherlich auch nicht immer, oder sagen wir mal Links-Grün-Mainstream haben, der auch nicht positiv ist. Sie mögen es dem Landwirt nicht sagen, was wirklich wichtig ist für gutes Stallklima, oder sie sind halt Vertreter XY und müssen Umsatz machen. Das heißt, man versucht jetzt irgendwas zu verkaufen, Hauptsache billig. Im Bereich der Tierzucht wird nirgendwo so viel voneinander abgekupfert wie im Stallklimabereich. Leider auch das Negative. Und dieses Negative multipliziert sich dann, weil andere das erfolgreich verkauft haben, bauen wir das auch so. Erfolgreich verkaufen ist aber noch kein Garant für gute Funktion. Und oft eine Nachbesserung nach einigen Jahren, da spricht dann keiner drüber. Wenn so ein Mastplatz nochmal 30 Euro pro Mastplatz für die für die Lüftungsanlage kostet. Das sind leider Sachen, die verschwiegen werden, wo auch kein Offizialberater davon spricht. Am Anfang heißt es, der Mastplatz war schön billig. Am Ende war er oft teurer wie der Mastplatz, der am Anfang für vernünftige oder mit vernünftigen Mitteln errichtet worden ist. Das Ganze in der Fleischerzeugung ist ein Rad. Und jedes Teil am Rad ist wichtig. Wenn da große Lücken drin sind, kann sich dieses Rad nicht vernünftig drehen. Das gilt für Genetik, Stallgebäude, Schlachtung, Vermarktung, genau wie für Fütterung, Management. Alles spielt eine Rolle. Und desto schlechter das Rad ist, desto schlechter läuft es rund. Ich spreche hier fürs Stallklima. Es kann auch die Fütterung sein. Kann natürlich auch beides sein, noch schlimmer. So, das heißt, wenn irgendwelche Faktoren nicht passen, das Rad ist nicht mehr rund, dreht sich das Ganze nicht richtig und wird auch nie optimal funktionieren, nie mit vernünftigen Leistungen. Die Stallklimaleiter ist ein Punkt, wo ich immer sage, Leute, informiert euch. Wo seid ihr? Auf welcher Stufe der Leiter seid ihr? Hier ist Nummer 1 gerade auf 3 gekommen, war vorher auf 1 und hat gedacht, boah, ich habe das System. Ich bin super, super Luft. 2 oben auf der Leiter ist schon auf Stufe 10. Wenn der jetzt auf 3 gehen würde, wollte der ganz schnell wieder nach oben.
Das heißt, er weiß, was ist noch für ein Potenzial da, was kann ich beim Stallklima machen. Das ist auch der Unterschied zwischen den Leuten, die Langschwanz machen können und die es nicht können. Es gibt Anlagen, in denen ist Langschwanzhaltung bei dem jetzigen Stallklima definitiv nicht möglich. Die sind ganz unten auf der Klimaleiter und denken tatsächlich, sie sind gut. Der Landwirt, also der Betriebsleiter, muss sich informieren und muss sich erstmal über gutes Stallklima informieren, sich das ansehen und dann urteilen. Und nicht urteilen, wenn er nicht weiß, wie viele Stufen die Klimaleiter hat. Das heißt, wenn ich unwissend bin und ich weiß, was geht noch, was kann ich noch machen, dann muss ich die Schnauze halten. Oder ich muss mich informieren. Aber wenn ich dann sage, ich informiere nicht, habe ich selber Schuld. Wir gehen heute mit neuen Kunden so um, dass wir sie erstmal herbitten. Wir gucken uns Ställe an, in einer schlechten Zeit, in einer schlechten Jahreszeit. Und dann sollen sie beurteilen, wie das Stallklima ist. Und wenn sie das dann gemacht haben, dann haben sie auch Interesse an gutem Stallklima. Und dann bringen wir auch intensiv die Arbeit hinein, um das Ganze vernünftig zu planen, um das Ganze vernünftig umzusetzen, um auch den Betriebsleiter auf der Stallklimaleiter weiter nach oben zu bringen. Dass er dann wirklich merkt, mein Gott, da gibt es ja noch mehr als die Stufen 2, 3, 4 und 5, sondern die Leiter hat weitaus mehr Stufen und ich muss jetzt sehen, dass ich darauf komme. Kommen wir zum Ende dieses Videos. Es gibt auch Tücken im Netzwerk. Ich hoffe, dass sie nicht bei Ihnen auftreten. Das heißt, digitale Vernetzung kann auch dazu führen, dass man die komplette Software installieren muss, um ein Ende der Fehlermeldung zu haben. Ich hoffe, das passiert bei Ihnen nicht. Bedanke mich auch im Namen des gesamten HDT-Teams für die Aufmerksamkeit. Vieles können Sie auf stallklima.de sehen. Wir haben hier Klartext gesprochen. Das ist auch unsere Devise. Wir werden zukünftig nur noch Klartext sprechen. Ich hoffe, das passt. Dankeschön.